Gute Vitalmobilisten, Gaming-Freunde und Technik-Freak. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan und ich hatte vor langer Zeit schon mal angekündigt, dass wir unseren Lüfter in die Dachluke einbauen wollen. Es ist soweit und ihr wollt sehen, wie es aussieht? Gut, dann bis nach dem Intro. Bis gleich. So, damit habe ich mir natürlich auch jemand an die Seite geholt, ja? Denn meine Tina, die muss euch dann ein bisschen was zeigen. Es gibt nämlich solche, da ist auch schon, tada! Stangen, die ja. Wir bei uns in den Schränken haben, um das Geschirr festzustellen oder die Dosen festzuklemmen, damit die nicht gegen die Türen knallen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann nachts die Eingebung, dass man diese Stangen, diese kürzere Variation, auch in die Dachluke reinmachen könnte, damit wir den Ventilator befestigen. Und ja, die Dinger gibt es ja in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal etwas länger, das ist die längere Ausführung. Und dann gibt es die nochmal etwas kürzer. Tina zeigt euch schon mal, wie man die verstellen kann, das Ding. Man schraubt es hier einfach nur raus und dann könnt ihr das Ding in der Länge verstellen. Das heißt, ihr klemmt das Ding einfach nur fest. So, wir haben die kürzere Variante, nämlich hier unten unter der Dachluke. Das ist für mich die einfachste Variante gewesen, jetzt ohne dass man irgendwie einen Rahmen bauen muss oder ein Plexiglas, wie ich gedacht habe eigentlich erst. Wir haben es so gemacht, so, das hält bombenfest hier, da kann man ruhig mal ein bisschen fester dran ziehen. Den Ventilator haben wir festgemacht mit Strapsen hier, also mit, wie heißen die Dinger noch gleich, Kabelbinder, so rum. Und der hält also auch bombenfest da drin. Und das Kabel ist jetzt alles so ein bisschen provisorisch, ja. Na, also wenn ihr das so seht hier, bleibt natürlich nicht so, um Gottes Willen. Ja, das wird also alles noch schön verlegt und so weiter. Die Vakuoklemmen habe ich hier genommen, weil ich möchte hier eigentlich Bananenstecker möchte ich hier dran machen. Und dann kommt auf die eine Seite die Buchse, ne, auf das eine, oder sagen wir es mal so, auf der eine Seite das Männlein und auf der anderen Seite das Weiblein. Und dann kann ich die immer wieder voneinander trennen und kann das Kabel dann irgendwo schön verstecken oder sowas. Der bleibt natürlich nicht immer hier oben drin. Während der Fahrt wird er logischerweise rausgenommen. Ganz klar, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und der kommt dafür auch nur seinen Platz da oben drin, wenn es dann wirklich richtig heiß ist und abends dann Luftaustausch gemacht werden soll, werden muss. Wo wir natürlich darauf geachtet haben, ist, dass wir auch die Fliegengage zumachen können. Die können wir nämlich zumachen. Tada! So ist sie. Kleiner Spalt hier neben noch, aber das ist zu vernachlässigen, denke ich mal. Und hier kommt auch richtig was durch. Wir könnten auch wieder mal aussaugen. Sehe ich gerade so. Ja. Genau, genau. Das ist es eigentlich schon. Wo habe ich die befestigt? Wo kriege ich den Strom her für die Dinger? Oder für den Ventilator? Ganz einfach. Es ist mir hier oben rein. Das Kabel wird dann hier oben durchgezogen, hier oben durch und geht dann hinten runter. Und hier unten ist eine Stromschiene. Ich glaube, ich lege mich mal. Hier. Das ist die Stromschiene. Das ist die Stromschiene für einen Spot oder für die Spots. Und dann gibt es hier diese Spothalter, zeige ich euch so, ne? Die gibt es zu kaufen, einfach so, mit Schalter drum und dran. Und da braucht ihr das Gedöns noch anschließen. Dann geht ihr hin. Moment, dauert diesen Moment. Man wird doch alt, man muss sagen. So, fertig. Dann schaltet ihr das Ding ein und gucke da. Luft, Wind, herrlich. Und leise. Und leise. Also der ist wirklich nicht laut. Ich bin jetzt, ja, ich würde mal sagen, so wie viele Zentimeter sind das? 20, 30 Zentimeter vielleicht? 20 vom Ventilator weg. Also, ja, und wenn ihr das Ding zu, und bevor jetzt die Frage aufkommt, ja, die Fliegengage davor, da kommt da nichts durch. Da kommt mehr durch, wie ihr denkt, ja. Man kann das auch anhand mal von einem Stück Papier oder sowas, kann man das demonstrieren irgendwie, da kommt genug durch. Es soll ja auch nicht ziehen irgendwann nachts, ne? So, ne? So. Ja, muss man vielleicht mal hier ein bisschen so. So, also. Da drückt das Papier schon ganz schön runter, ne? Die Folie. Ne? So. Und es soll ja auch nicht ziehen, ne? Also so soll es ja nicht hier dann irgendwann in der Nacht wach werden und soll es dann ja, Frostbeulen haben oder sowas, das soll ja auch nicht sein. Das soll ja nur dafür da sein, und wenn es dann zu heiß ist, dann, dass du halt ein bisschen ruhiger schlafen kannst. Und das
reicht vollkommen aus. Man könnte natürlich noch einen zweiten oder zwei kleine dahinten passen. Man kann ihn auch drehen, so dass ihr also die Warmluft raussaugt. Das geht auch. So ist er jetzt so wie er jetzt eingebaut ist, bläst er nach innen rein. Und wenn ihr das Ganze dreht, dann bläst er die Warmluft nach draußen. Wie ihr es gerne haben würdet, möchtet, wollen würdet. So. Hilfe, genau so. Gut, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt mir beide Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Mein Kanal ist Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan. Ich sage ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüssli.